Ja, erstmal willkommen hier und moin moin zu einer neuen Folge mit der Axt im Walde. Was ist neu in the Forest? Diesmal in der Version 0.23, aber dem nicht genug. Ja, 0.23 B, C und D. Ja, das heißt, wir hatten hier ein Update auf 0.23, ein Update auf 0.23 B, C und D. D wie? Das hättet ihr doch ein bisschen besser prüfen können. Umsonst wären hier nicht drei Updates hinten nachgekommen. Aber gut, das wohl eine andere Sache. Da komme ich auch mal direkt gleich zu sprechen nachher. Ihr könnt das erkennen. Alles ein bisschen hier verwaschen. Ja, die Axt vor mir, nicht ich, der Gegenstand. In der letzten Version habe ich das angesprochen, dass die Tiefenunschärfe, ich spiele damit, nicht wundern, ja. Ich mag das, wenn das hier ein bisschen hier einen guten Atmosphäreneffekt hat. Ja, das vorweg. Warum hat es hier ein paar Updates gegeben? Das ist ganz einfach. Im Multiplayer hat nicht alles so geklappt, wie das eigentlich klappen sollte. Darum hier ein Hotfix da, ein Hotfix dort und noch ein Hotfix nach. Aber nicht nur dem genug, ja. Betrifft ja auch nicht nur den Multiplayer, sondern auch grundlegende Dinge in der Spielewelt. Wir haben hier als neue Neuerung Muscheln. Ja, diese kleinen Teile, die hier irgendwo im Wasser rumliegen. Und ja, man möchte meinen, sie leben, andere essen die. Die haben die Entwickler hier selbst nicht gefunden in der Testingphase. Das haben die in den Patch Notes tatsächlich so angegeben. Der Grund dafür ist, das ist eine Sache, wo die dann später erst draufgekommen sind. Ja, das war nicht so gut programmiert. Darum sind die eigentlich weit außerhalb der Spielewelt gespawnt und auch versteckt und weiß der Geier hier was. Ich habe die auch selbst noch nicht gefunden. Ja, aber es gibt jetzt Muscheln. Was es neu gibt, bevor wir hier loslegen, und ich lasse euch hier einfach mal ein bisschen gucken. Wässerchen, ja, hinten Segelboot. Ein paar Viecher rennen hier, rechts drüben. Ein Karnickel, man kann das vielleicht gut erkennen. Hinterm Baum, aber guckt euch das mal an. Was ist auch neu, dass ich jetzt nicht vorführen werde? Animationen, ganz viele neue Animationen. Partikeleffekte, weiß der Geier was hier beim Absturz. Ja, das wird hier einige definitiv freuen. Mich freut das. Doppelte Luftkapazität beim Tauchgerät. Ja, da geht hier die Luft nicht mehr so schnell aus. Das ist auch ganz gut. Weniger gut, aber realistisch und ich sag mal moralisch gut vertretbar. Das Verzehren von gebratenen Armen und Beinen von Gegnern, ja, gibt jetzt weniger Energie und auch ein bisschen Schaden dafür ab. Ja, so Energieschaden. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr das hier beobachtet, auch auf dem Bildschirm, das hier der Hammer, oder? Da vorne verschwindet hier die ganze Zeit ein Baumstammstück und kommt hier wieder. Das zuckelt und rockelt hier rum. Unpackbar teilweise. Gut, das ist wieder ein anderes Thema, wo wir auch gerade bei Baumstämmen sind. In den Baumhäusern lässt sich hier wieder was bauen. Ging ja bisher nicht. Ja, Baumhaus gebaut, Seil hing runter. Ja, raufgeklettert, ist nicht zu bauen gewesen. Drauf, auf dem Baumhaus. Geht jetzt wieder. Meinen die Entwickler. Ich habe es noch nicht probiert. Was auch ganz neu ist, bei den Gebäuden, wo hier ein Seil dran zu pappen ist, wenn das Gebäude zerstört wird, bleibt hier das Seil nicht mehr hängen. Ja, das finde ich ganz gut. Es ist nicht unbedingt eine Sache, wo ich sage, oh, das muss hier rein ins Spiel, das muss verbessert werden. Aber das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne und das ist eine gute Sache, wenn hier was nach vorne beschritten wird. Was hier die einen oder anderen erfreuen wird, ihr kennt das in der Energieleiste, wenn man hier verprügelt wird, geht natürlich die Energie nach unten. Und irgendwann beginnt hier der sogenannte Graubereich. Da ist das nicht mehr rot in der Energieleiste, sondern grau. Da weiß man, oha, jetzt ist Obacht angesagt, ne? Der Wert war hier früher mal, ich sag mal, bei ungefähr 5% der Gesamtenergie hat das angefangen. Das beginnt jetzt hier bei 10%. Und sobald das hier bei 10% auf dem Graubereich aufschlägt, bekommt man ab sofort, ab diesem Moment,
plus 30% mehr Schaden, den man verursacht an Gegnern. Ja, und ich sag mal, natürlich auch überall anders. Ja, wo wir gerade von Gegnern sprechen, hier kommen auch schon die ersten Verrückten. Das ist ja auch nichts Neues. Ja. Ja, steht hier auch nur rum. Mir ist das Wurst. Kann hier rumstehen. Ja. Und vielleicht. Ja, neue Sounds. Haufen neue Sounds. Wirklich zig neue Sounds. So viel kann ich hier gar nicht aufzählen, wie hier an Sounds neu ist. Aber um auf die Gegend nochmal zu sprechen zu kommen, ganz kurz, da komme ich nachher nochmal kurz drauf. Vielleicht auch ein bisschen länger, man weiß es noch nicht. Je nachdem, wie viel ich blafasen werde. Beim Schlafen wird man definitiv nur dann unterbrochen, wenn tatsächlich Gegner in der Nähe sind. Mich hat das wirklich genervt, ja. Du möchtest hier pennen, haltest die Ziehtaste gedrückt. Und sofort bist du wieder mitten in der Nacht oder mitten am Tag drin. Weil hier irgendwo ein Gegner rumgelaufen ist, der auf einmal näher war, als er eigentlich sein sollte. Baumstamm zuckelt hier noch immer vorne. Ne? Wunderbar zu betrachten. Auf jeden Fall, das mit dem Schlafen ist nicht mehr so. Ich habe das auch schon ausprobiert. Gefällt mir gut. Funktioniert nämlich. Funktioniert tatsächlich. Eine große Änderung. Wirklich eine große Änderung. Die zeige ich nicht. Ich bin ja ohnehin. Ja, hier geht nichts runter. Hier geht nichts rauf. Ja, Energie nicht runter, Energie nicht rauf, wieso auch anders. Ja, ich mache ein Let's Play hier. Ich habe hier keine Zeit dafür zu fressen zwischendurch. Seid mir nicht böse, ich meine das ernst und ehrlich. Soll ja auch unkompliziert sein während dem Let's Play. Zumindest, was ist neu in The Forest, ja, wenn es darum geht in Patch Notes. Da geht es nicht hier um realistisches Zocken und Vorzeigen, wie ist das Spiel. Aber gut, ist ein anderes Thema. Also, was ist neu? Lernfähigkeiten, sogenannte Soft Skills. Ja, im letzten Interview ist das angekündigt worden. Im letzten Interview mit den Entwicklern, dass die hier auch vielleicht Soft Skills, ja, sogenannte Fähigkeiten, die man als Charakter entwickeln kann, dass die das einbauen. Das gibt's jetzt auch. Umso länger man läuft, ja, Shift-Taste mit Sprinten eben. Und umso länger man taucht und schwimmt. Umso länger bleibt auch die Ausdauer oben und die Luft oben. Ja, die geht nicht mehr so schnell runter. Weder die Luft noch die Ausdauer. Was ist sonst noch neu? Höhle 9 wurde überarbeitet. Fragt mich bitte jetzt keiner, wo Höhle 9 ist. Ich denke mal hier irgendwo drüben auf einer anderen Insel. Aber das, ja. Findet das raus? Findet das raus? Guckt euch das an. Wie gesagt, zig Sounds. Und ein neuer Sound. Ja, den finde ich auch ganz, ganz gut. Ein Metallschritt-Sound. Ja, hier drüben in den Containern, ihr wisst, da hinten ist das. Ein bisschen in den Containern rumlaufen, bekommen wir Metallschritte. Ja, kann jeder selbst entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Wir gucken uns was anderes an. Ja, zurück im guten Tiefregen. Ihr seht, das hat sich natürlich auch ein bisschen verändert hier von der letzten Version. Ich gehe auch mal ins Dunkel. Ja, ihr seht, das sieht aus ein bisschen wie hier Schneegeschossregen. Ich weiß nicht, aber es schießt hier rein. Ja, weiße komische Schneestücke irgendwie so. Ich sag mal, das ist ein aggressiver Regen. Ja, aber gut, das ist eigentlich nicht das wirklich, was ich zeigen wollte. Hier haben wir so einen Kollegen, ne? Liegt hier rum wie immer, faul am Boden, klar. Aber was ist hier neu? Ja. Was ist hier neu? Richtig. Der gute Kenner von The Forest, dem wird das auch gleich mal aufgefallen sein. Der Mann hat hier ja, so ein Blutfleck hier am Oberkörper. Auch im Gesicht ist er ziemlich erschlagen und es fehlt ihm ein Arm. Das ist neu. Gegner, die irgendwo in der Spielewelt rumliegen, da kann es vorkommen, dass die dreckig sind, blutig sind. Oder dass denen auch Arme und Beine fehlen. Ja. Das Ganze gucken wir uns hier auch nochmal an. Ja, auch hier wird euch vielleicht ein bisschen was auffallen. Da komme ich gleich zu. Ja, wo ist hier einer? Hier liegt er. Ne? Er liegt hier drin. Auch blutig.
Schlag auf den Kopf, sieht auch nicht mehr so gut aus, der gute Mann, ne? Ja, eigentlich ist hier auch immer eine Schaltplatine gewesen. Und Schaltplatinen, die irgendwo in der Welt offen rumliegen. Es gibt einen Unterschied. Es gibt hier Schaltplatinen, die definitiv in den Notebooks drin sind, ja, beziehungsweise immer drin waren. Und es gibt, ja, gab, ja, muss ich korrigieren. Es gab die Schaltplatinen, die hier offen irgendwo, zum Beispiel hier in der Spielewelt rumlagen. Bei mir liegt gerade keine, weiß nicht, von was das genau abhängt. Die offen rumliegenden befinden sich jetzt auch in Notebooks. Das heißt, offen rumliegende Schaltplatinen wurden mit Notebooks ersetzt an dem Platz, wo die offen liegenden Schaltplatinen waren. Ne? Ihr seht das, nicht nur die Umgebung hat sich verändert, sondern es gibt jetzt auch hier etwas, das sich Pfade nennt, ja, Wege. Das ist auch ganz nett anzugucken. Vor allem, wenn man hier ein bisschen weiter geht, die Wege sich trennen und teilen und den Wald im Allgemeinen erkundigt. Das, meine Lieben, das lasse ich euch selbst übrig, dass ihr das erkundigt, die Erfahrung macht zu den Schaltplatinen. Eine Sache, es gibt noch ein paar offen rumliegende Schaltplatinen, und zwar im Cockpit. Ja, dort trifft das, was ich vorhin erwähnt habe, nicht zu. Ne? Trifft wirklich nur auf die Schaltplatinen zu, die offen irgendwo in der Welt frei, nicht im Gebäude, nicht in der Höhle oder sonst irgendwas rumliegen. Nee, ich denke mal, in den Höhlen ist auch jetzt Notebook. Aber gut. Ich gehe mal zurück ins Studio. Ja, zurück im Studio, wo es auch heftigen Besuch gibt. Es sind auch mal drei Leute, das ist nicht wirklich heftig, aber immerhin heftig genug. Ja, darauf komme ich auch noch nachher zu sprechen. Gucken wir uns mal an, was hat sich hier im Inventar geändert? Eine grundlegende Sache. Waffen-Upgrades. Waffen-Upgrades erscheinen jetzt hier auch wie alle anderen Crafting-Rezepte mit einem eigenen Hinweis. Ja, ich sehe hier, ich kann jetzt aus der Flugzeugaxt, kann ich hier eine brennende Flugzeugaxt bauen. Ich kann, wenn ich Farbe habe, natürlich eine orange Flugzeugaxt bauen oder auch eine blaue. Ich pappe jetzt hier einfach mal ein bisschen Baumharz hinzu und ich sehe, das Ganze gibt mir ein Upgrade mit mehr Schaden, dafür weniger Geschwindigkeit oder mehr Geschwindigkeit oder mehr Schaden. Je nachdem, was ich hinzupapp. Ich pappe jetzt hier einfach mal einen Zahn drauf und bekomme ja in der Regel mehr Schaden. Und gut ist. Ja, das ist eine Neuerung aus dem Inventar. Kollegen wandern hier noch ganz gut. Das ist mir auch Wurst. Und wir gucken uns mal was Schönes an. Das nennt sich hier besser brennende Baumstämme. Zum Beispiel beim Festfeuer. So haben die Entwickler das angekündigt. Und ich mache da auch mal lichterloh, auch wenn die Kollegen hier hinten kommen, ein Feuerchen an und wir. Werden hier eine schöne Erfahrung machen. Ihr könnt das ja gut erkennen. Ja. Das lodert nicht nur. Das fackelt auch ganz gut hier oben mit ein bisschen Rauch raus. Ja, ich weiß. Mit dem Feuer mögt ihr es nicht so wirklich. Aber ja, aber ich meine, ich weiß. Ja, siehst du, was du davon hast, ne? Ja, nächste Kollege, die brennen sich hier alle an. Ja, und jetzt sind die natürlich dermaßen sauer, dass die zu mir entweder gar nicht mehr kommen. Ja, freue ich mich natürlich drüber. Oder komplett durchdrehen. Die sind auch ganz gut angefackelt. Darum laufe ich jetzt mal hier auch runter. Ja, nicht darum. Ja, nicht darum. Schildkröte aus dem Weg gehen. Nicht darum. Sondern einfach nur des Feuers wegen, ja? Ich möchte mal hier gemeinsam mit euch das neue Feuer mit dem Rauch angucken, beziehungsweise die neu besser
Brennenden Baumstämme. Sieht schick aus, oder? Oder? Ja, und wir sind auch wieder zurück. Bei Tageslicht, bei Tagesanbruch, wenn man es genau nimmt. Es wird euch aufgefallen sein. Ja, ich habe hier meist ein Hammer-Symbol und auch Ressourcen, ja, die verbaut werden möchten. Wie kommt das? Das zeige ich euch. Ich habe hier so eine Unterkunft gebaut. Na, gut, ist gelogen. Ich wollte eigentlich eine Unterkunft bauen. Und, die war dann hier plötzlich weg, so wie gerade eben. Ja, natürlich, in meiner Euphorie habe ich direkt mal auf die Taste E gedrückt und das Ding ist hier unten dran gebaut worden. Na, hier unten irgendwo ist das, ich komme hier nie wieder dran. Ja, aber so ist das. Der Vogel ist hier auch gerade verschwunden, irgendwo, ne? Im Boden, aber gut. Ja, so ist das Leben eines Überlebenden auf einer Insel, wo keiner weiß, was ist hier tatsächlich los. Darum kommen wir jetzt auch ein bisschen lang gelaufen und ich zeige euch mal was Neues. Ja, die Treppe kennt ihr hier. Was ihr nicht kennt, ist hier der Zaun. Ja, Zaun aus Stöcken, auch ganz neu. Hier in The Forest. Eine Version 0.23 A, B, C und D. Ja, ist hier schwierig drüber zu kommen, schwierig, sag ich mal, das ist hier ein Rumgefummel sondergleichen, wenn man hier wirklich drüber, drauf oder rein, rauskommen möchte. So, ja, aber ich spring hier jetzt nicht rein. Gibt's hier, im Überlebensbuch, auf der nächsten Seite, hier direkt bei den Unterkünften, eine Seite weiter, Stickfence. Ja, funktioniert auch gleich, wie üblicherweise die experimentellen Wände. Ich papp das mit der linken Maustaste dran, zieh mir das, wohin ich will. Nochmal linke Maustaste und ja, ihr seht das. Ja, kann man hier endlos bauen, endlos machen. Ist auf jeden Fall neu dabei. Viel gewünscht, ja. Viele haben sich das gewünscht, sag ich mal. Und es gibt auch noch was ganz was anderes Neues. Das zeige ich euch direkt hier, eine Steinwand. Ja, über die kommt natürlich hier auch niemand drüber. Nicht drüber, nicht drunter, nicht durch. Die Steinwand. Die Steinwand findet sich hier drin im Überlebensbuch. Auf jeden Fall viel weiter hinten bei den Möbelstücken. Ich weiß nicht, warum das bei den Möbelstücken ist. Zum Beispiel hier. Auch das lässt sich hier, wie bisher, diese experimentellen Wände bauen, braucht aber viel Stein. Ja, um nicht zu sagen Schotter. Weg damit. Auch hier. Alles wieder schön einzeln, ne? Und dann gibt's hier auf jeden Fall noch was. Nämlich, da habe ich einen Teil fertig gebaut und einen anderen Teil werde ich mit euch hier zusammenbauen. Die Abwehrstachelwand-Upgrade-Steinstachel-Zusatzfunktion. No. Das ist hier im Prinzip eine Seite weiter. No. Die Möbelstücke. Einrichtungsgegenstände, sagen wir mal. Dekoration. Nehme ich hier. Und dann muss ich natürlich hier gucken, wie ich da dran komme. Das lässt sich hier hinten. Ja, hinten, vorne oder eben so wie hier rot gar nicht dran pappen. Ja, auch hier. Und dann sieht man das oft nicht. Ne? Hier, einmal Taste E, will auch 10 Stock, 15 Stein, haben wir. Und wenn ich im Inventar, dann hier,
abgelegt in der Zwischenzeit, damit es auch gut gebaut werden kann. Hier liegt auch noch ein Stein direkt vor unseren Füßen. 8 Millionen Stöcke. Und dann ist das Ding auch schon fertig. Sieht schick aus. Ja, wehrt die Gegner auf jeden Fall ab. Ich nehme auch wieder Standard-Axt in die Hand. Und dazu gibt es noch Folgendes. Ja, wo sind sie? Hier. Abwehrwände haben jetzt hier ein bisschen Platz getauscht. Mit den Basic-Wänden im Inventar grundlegend. Ja, ist alles ein bisschen von der Anordnung anders. Experimentelle Wände mit Abwehrwänden. Ja, so sieht's auf jeden Fall aus. Ne? Eine wunderbare Riesenneuerung. Gut. Wunderbar. Riesen. Man weiß es nicht so recht. Das kann hier jeder sehen, wie er möchte. Dazu habe ich auch Molotow-Cocktails bereits zusammengebaut. Ihr seht, da passiert nichts. Ja. Da wird nichts angezündet. Hier wird einfach mal ein bisschen Feuerzeug rausgeholt und gut ist gewesen. Ihr kennt das von der Spielemechanik, bei Pfeil und Bogen. Ich hole einen Bogen raus, pappe einen Pfeil dran und wenn ich möchte, kann ich das ganze Teilchen auch irgendwo anzünden. Muss aber dazu die Taste L drücken. Diese Spielemechanik ist jetzt tatsächlich übernommen worden für eben diese Cocktails. Das heißt, ich kann die hier werfen. Ne? Dann werden die hier kaputt. Lassen aber auch direkt gleichzeitig die zusammengemischte Flüssigkeit bzw. das ganze Präparat, das man hier zusammengepanscht hat, lassen die hier zurück. Und wenn ich jetzt mit der Taste L, ja, L wie Ludwig, wie bisher bei Pfeil und Bogen, das ganze Zeug mal in Brand setze und abwerf, sieht das vielleicht nicht so aus. Aber dort, wo ich vorhin Flaschen ohne Feuer hingeworfen habe, ist mal ordentlich Schaden angesagt, ja. Das heißt, ich kann hier, wenn ich einen Gegner treffe, mit der Flasche, ja, mit der nicht entzündeten Flasche, und danach in Brand stecke, gibt das extra nochmal Schaden. Ja, das breitet sich auch ein bisschen aus, entflammt mal richtig hier so auf Tod und Teufel. Ja, aber das ist, sag ich mal, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille sieht so aus, dass der Bombenschaden an den großen Mutanten, das heißt hier Trompetenrüssler, na, ihr kennt den alle, haben sie in der englischen Version, so wie unsere Miss Nudity, Spinnenkönigin oder auch Virginia in der englischen Version genannt. An denen ist der Schaden, der durch Bomben und Explosionen verursacht wird, viel geringer. Damit nicht genug. Die Entwickler haben hier noch einen draufgesetzt. Ich setze hier erstmal die Axt an. Das Feuerzeug aus. Ich habe nichts gedrückt. Ja, das verschwindet Gott sei Dank hier von selbst. Die Entwickler haben hier noch einen draufgesetzt. Kannibalen besitzen um 25% mehr Energie. Das heißt, die halten hier aus, das kriegst du nicht mehr gebacken. Ich hatte hier jetzt erst, ja, in der letzten Sitzung, das war hier gestern, hatte ich hier zu tun mit drei Kannibalen, die wollten hier nicht sterben. Aber gleichzeitig haben die ausgeteilt, das kriegst du nicht gebacken. Ja, also das heißt, die Jungs in den Steam-Foren, ich bin da ab und an mal unterwegs. Lies da auch ein bisschen was mit. Da haben hier einen ganzen Haufen Leute gekreischt, oh Mann, das Spiel ist viel zu leicht. Wir brauchen mehr Schwierigkeit. Das ist alles viel zu vorhersehbar. Wir brauchen mehr Verwirrung. Ja, das haben wir jetzt. Hier, Kannibalen, die kaum umzubringen sind, die in Scharen auftreten. Guckt euch das ein bisschen an. Die kommen in einer höheren Anzahl. Ja, und was wir uns noch angucken, ist hier Folgendes. Unter Wasser
Ja, schwimmende Fische, ich weiß. Unter Wasser ist es nicht mehr möglich, was zu entzünden. Es ist möglich, hier das Feuerzeug hochzuhalten, aber entzünden kann ich hier unter Wasser gar nichts mehr. Na? Das ist auch alles. Das heißt, Unterwasserfeuer schön und gut, die gibt's aber nicht. Das heißt, baut ihr hier irgendwo auf dem Gebiet, natürlich, ist ein Alpha-Game, das kann buggy sein, so wie hier zum Beispiel, wo es nass ist, am Boden, könnt ihr auch eine Feuerstelle nicht mehr entzünden. Was auch nicht möglich ist. Befinde ich mich im Wasser, gibt es kein Inventar. Ja? Da kann ich drücken, was ich möchte. Es gibt kein Inventar. Genauso wenig wie das Inventar. Ja? Gibt es hier unter Wasser? Das hat gerade ein bisschen rumgeklitscht. Ich gehe mal auch weiter rein dazu. Gibt es hier nicht mehr die Möglichkeit, das Überlebensbuch zu öffnen? Die gibt es nicht. Die wirklich große Änderung, die so ziemlich einige hier vom Hocker hauen wird, da bin ich mir sicher. Früher war es möglich, aus großen Höhen zu stürzen und kurz vor dem Aufprall hier entweder das Inventar zu öffnen oder aber auch das Überlebensbuch, um den Fallschaden komplett zu deaktivieren und gesund aufzukommen, ohne zu sterben. Liebe Entwickler, das habt ihr uns weggenommen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, wenn wir aus welchem Grund auch immer jetzt aus höheren Gebieten runterstürzen, können wir nicht mehr das Inventar öffnen, um den Fallschaden einfach mal wegzunehmen und trotzdem gemütlich weiterzuspielen. Nein, wir müssen sterben. Das ist eine Änderung, wo ich sage, ja, Entwickler, ihr habt das Gameplay definitiv verbessert. In dieser Version, es ist viel für das Gameplay getan worden. Aber das ist ein reiner No-Go. Absolut. Ja, das ist keine positive Änderung. Das ist eine negative Änderung. Aber dafür, und darüber bin ich wie immer sehr froh, wir haben einen Haufen positiver Änderungen durchwegs, durchaus, noch im Spiel. Ihr seht im Hintergrund die schöne Stachelwand mit den Stachel-Upgrades. Da drüben ist auch noch die Treppe der Stockzaun ist nicht zu sehen. Auch im Hintergrund nicht zu sehen ist die Steinwand, die wir hier haben. Wir haben eben tolle brennende, rauchende Baumstämme. Wir haben hier jetzt Molotow-Cocktails, die man einfach so werfen kann, aber auch anzünden und dann werfen, das dem Spieler überlassen. Das habe ich vorhin nicht erwähnt. Tennisbälle, man kann jetzt hier auch Tennisbälle anzünden. Ja klar, der Spieler, ja, steckt sich mal kurz selbst in Brand auch dabei. Aber Tennisbälle können angezündet werden. Ja, das ist kein Ding. Funktioniert einwandfrei. Haufen Sounds. Höhle 9 überarbeitet. Die Lernfähigkeit für Ausdauer und Luft. Das heißt, lange laufen, lange schwimmen, mehr Ausdauer, mehr Luft. Es gibt Muscheln, die ich noch nicht gefunden habe. In Baumhäusern kann man wieder bauen. Doppelte Luftkapazität beim Tauchgerät. Eine verbesserte Schlaffunktion. Und. Um nur einen kleinen Teil hier vom Anfang nochmal kurz zu wiederholen. Das Gesamte könnt ihr nachlesen hier bei uns auf forum.survivetheforest.net. Dort gibt es auch die ganzen Informationen über welche Änderungen sind das. Was gibt es Neues? Welche von den 209 Sounds sind das eigentlich? Was gibt es auch im Multiplayer neu? Was betrifft die Gegner? Und so weiter und so fort. Ja? Und die Axt im Walde, die klingt sich jetzt hier mit einem guten Blick aufs Meer und einem Hämmerchen auf dem Felsen, während hier die Schildkröte gerade mal abtaucht, wieder aus und sagt, nee, nee, noch nicht, tschüss und bis zum nächsten Mal. Sondern zieht euch noch was Gutes rein, wenn ihr mal nicht die Axt im Walde, The Forest oder anderes auf YouTube reinzieht. Wer davon noch nicht gehört hat, ja, es gibt hier eine Sendung, die nennt sich 1080 Nerdscope. Wir sagen mal grob.
15 Minuten, ja. Wer Reload kennt oder kannte, gibt's ja leider nicht mehr. Der weiß das zu schätzen, auch wenn das nur 15 Minuten sind. 1080 Nerdscope 1080 Nerdscope. Zieht euch das rein, ja. Habt Spaß dran, wie auch ich das tu. Und ich sag mal, ich klappe mal ein bisschen in der Zwischenzeit ab. Guck mir hier die Version 0.23 von The Forest Nier an. Es gab hier wirklich zahlreiche Gameplay-Änderungen. Und ich wünsche euch definitiv nur das Beste. Der Sommer ist jetzt wirklich, denk mal, langsam hier am Ausklingen. Wir sehen uns wieder in der Version 0.24. Und ich wünsche euch, wie gesagt, nur das Beste. Schaut mal wieder rein. Tschüss. Das war die Axt im Walde. Bis zum nächsten Mal.